Wir legen auch gleich los. Heißt das, und ihr seid gefragt. Jeder darf heute mitmachen, jeder kann gewinnen und wir haben wunderbare Preise. Ich habe sie vorhin gesehen, wenn ich doch nur mitspielen könnte. Und da fangen wir doch am besten gleich mal an, bevor wir hier lange quatschen. Und zwar kann jeder jetzt sein internetfähiges Gerät zücken und wir locken uns gleich ein. So, ihr könnt hier die Spielplattform sehen. Ihr geht oben auf kahoot.it und gebt dann diesen PIN ein. Dann könnt ihr euren Nickname eingeben und könnt dann eigentlich gleich mitspielen. Da wir ein paar Englischsprechende dabei haben, werde ich das kurz nochmal für die englischsprechenden Gäste erzählen. So, also welcome for all English guests. You're really welcome. We have created a separate slide for you on the side. So you will see on the big screen all questions in German, but we translated every question in English on the slide. The colors and the buttons are the same, so you can just log in to Kahoot IT, enter the PIN, take a nickname, and you can participate. Und 60, 70 Spieler schon. Klasse. Während ihr euch noch einloggt, erkläre ich kurz das Spielprinzip. Ich habe für euch viele Fragen vorbereitet. Die werden alle Multiple Choice sein. Es wird als erstes immer die Frage erscheinen, die lese ich vor. Danach bekommt ihr 4 Auswahlmöglichkeiten, die, wenn man hier vorne schon mal spickt, ungefähr so aussehen. Es gibt ein rotes Feld, ein blaues, ein gelbes und ein grünes. Dasselbe auf dem großen Bildschirm natürlich auch, aber dann mit den deutschen Antworten. Und auf eurem Bildschirm, wahrscheinlich höchstwahrscheinlich auf dem Smartphone oder auf dem Laptop, seht ihr die Buttons. Nicht die Antworten, aber nur die Buttons. Also ihr klickt dann, wenn ihr sagt, es ist die rote Antwort, dann klickt ihr auf den roten Button. Und damit ist eure Antwort quasi abgegeben. Sobald alle Antworten da sind oder die Zeit von 30 Sekunden abgelaufen ist, bekommen wir die Antwort zu sehen und ihr bekommt Punkte gutgeschrieben. Ihr könnt Punkte sammeln, indem ihr richtig antwortet. Wichtig ist, manche Fragen sind ziemlich schwer, manche sind ziemlich einfach. Die Zeit ist aber auch entscheidend. Wenn ihr schnell antwortet und richtig liegt, bekommt ihr mehr Punkte, als wenn ihr richtig seid, aber lange braucht. Lasst euch nicht verleiten, schnell zu drücken. Aber halt es im Hinterkopf. Quickly for English speaking. So the game is a simple multiple choice game. I will firstly read the question in German. You will have the question in English on this side. And after few seconds, the answers will show up. And then you have the chance to cast your vote. The answers are only on the display and not on your phone, where you will only see the color-coded buttons. As soon as you press the button, your vote is cast. Beware, it is time-depending. So if you answer quickly, you can earn a lot of points. If you answer slowly,
you will earn less points, but only if you're correct. But be careful. Okay. Ah, einer noch? Oh. Yay! Dann. Ich würde jetzt sagen, jetzt fangen wir an. Wir fangen mit einer leichten Frage an, um euch warm zu kriegen. Wie bist du nach Soltau gekommen? Mit der Bahn, mit dem Auto, mit dem Flugzeug oder irgendwie anders? Okay. Interessant. Oh, die meisten sind mit dem Auto gekommen. Das war nicht überraschend. So, wenn ihr jetzt das Spielprinzip verstanden habt, können wir ja jetzt richtig anfangen. Die erste WordPress-Frage. Aha, noch die Punkte. Also genau. Nach jeder Frage gibt es noch ein Letterboard oder Scoreboard. Da seht ihr, wer gerade oben liegt. Genau. Zu welchem WordCamp gehört dieser Wapu? WordCamp Tokio 2016, WordCamp New Delhi 2018, WordCamp Cape Town 2015 oder WordCamp Singapur 2017? Wer hat diesen Wapu schon mal gesehen? Ihr habt noch 12 Sekunden Zeit. 10. Oh, winken. Respekt. Viele wussten das. Wer war schnell? Wunderbier. Herzlichen Glückwunsch für den Lied. Wie viele administrative Interfaces gibt es in WordPress? Haben wir da ein Interface? 3, 5 oder 7? Wer weiß, wie viele administrative Interfaces es gibt? Oh. Vier. Es sind 3. Das kann ich euch auch beweisen. Und zwar, wenn ihr auf eure WordPress-Seite geht. Okay, ich kann es euch nicht zeigen. So, nehmen wir halt eine Alternative. Ihr habt die Möglichkeit, in euer WordPress zu gehen, indem ihr eure URL eintippt und wp-admin eingibt. Wer kennt die Möglichkeit? Typisch. Komme ich hier drauf? Kennt jeder. Ganz normales administratives Interface. Nummer 1. Gebe ich wp-admin/network ein, würde das Multisite Interface erscheinen. Das ist ein eigenes administratives Interface. Und das dritte, was die meisten vielleicht nicht kennen, ist User. Da komme ich auf meine individuelle Seite mit den Berechtigungen. Users. Ja, Users. Da komme ich dann auf eine bestimmte Seite. Das könnt ihr gerne bei euch ausprobieren, dann seht ihr die verschiedenen Einstellungen oder halt eben nicht, die euch zugeteilt sind. Felix, ganz stark. Welche Domain leitet nicht auf die WordPress-Org-Seite weiter? Ist es w.org, wp.org, s.w.org oder ts.w.org? Welche Seite leitet nicht auf die Hauptseite WordPress.org weiter?
Wer hat TS gestimmt? Wisst ihr auch wohin? Es ist die Theme Preview Seite von WordPress. Die s.w.org leitet weiter. S.w. ist in die Static Files und da kein Path angegeben ist, wird man einfach weitergeleitet. wp.org wird auch umgeleitet, aber erst seit knapp einem Jahr. Und zwar liegt das daran, dass Said Balki, der hatte noch lange Zeit die Domain wp.org gebunkert, kann man schlecht sagen. Er hatte sie einfach besessen und sie ist lange Zeit auf seine Seite, nämlich WP Beginner, hat die verwiesen. Allerdings gab es dann ein bisschen Missverständnisse und er hatte dann auch lange Zeit erstmal gesagt, nö, ihm gehört die Domain, er behält die, aber durch ein Kind, das ihm geboren wurde, hat er dann ein bisschen überlegt und gesagt, ach, es gibt Wichtigeres im Leben und hat sie dann der Foundation geschenkt. Seitdem wird auch wp.org hier verwiesen. Nice. Und? Na, Felix. Ganz hoch im Rennen hier. Da sehen wir auch schon den Streak. Wenn ihr mehrere Antworten hintereinander richtig beantwortet, Fragen beantwortet, bekommt ihr extra Bonus. Also vielleicht einen Ticken länger überlegen, aber dafür den Bonus einstreichen. So. Hooks haben welche Standardpriorität? Einfach, oder? 0, 5, 10, 20. Klappt nicht. Gut. Die Entwicklerseite ist stark hier vertreten, sehe ich schon. Ja. Keine Überraschung. Na, es wird knapp hier. So. Jetzt eine Frage an die gute deutsche Community. Jetzt bin ich mal gespannt, wer schon lange dabei ist. Wann war denn das erste WordCamp in Deutschland? 2008, 2010, 2012, 2014. Es ist für dich, Rohr, es ist beides richtig. Genau auf die Antwort habe ich nicht gewartet. Warum zwei? Robert, weiß es? Zwei 2014 war das erste WordCamp in Hamburg. 2008 war das erste WP-Camp in Hamburg. Es war noch kein WP-Camp, aber es wird inoffiziell wird es ja als erstes gezählt. Deswegen zwei richtige Antworten in dem Fall. Glück gehabt für die 43 Leuten. Aha. So. Die nächste Frage ist eine, ja, wahrscheinlich eine Schätzfrage oder eine Ratefrage. Und zwar, beziehungsweise man könnte es auch so Sachen fragen, die Core-Entwickler, wenn sie sich die Change-Sets aufmerksam durchlesen, könnten sie es wissen. Welches war das letzte dreistellige Ticket, das geschlossen wurde im Track-System? 999, 429, 132 oder 881?
881. Oh, die Frage ist, oh, doofe Frage, woher kann man das denn wissen? Ist ja alles langweilig hier. Aber wer Track aufmerksam liest, könnte hier sehen, Trivia, this was the last 3-digit track ticket to be closed. Es ging um die Passwortlänge von Posts. Man konnte zu dem Zeitpunkt nur die, also man konnte ja Posts schon lange Zeit mit einem Passwort versehen, aber dieses Passwort konnte man nur auf 20 Zeichen quasi setzen. Mit diesem Changeset wurde es auf 255 hochgehoben. Wer wusste das? Ah, Felix! Wie alt? Das weiß ich leider nicht. Aber kann man ja rausfinden. Welche PHP-Version empfiehlt WordPress? Ist es 5.2, 5.6, 7.0 oder 7.2? WordPress empfiehlt tatsächlich 7.2. Oh, spannend, es wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen, sehe ich. So, was bewirkt die Konstante Relocate, wenn sie auf True gesetzt ist? Die Site-URL wird aktualisiert, die Datenbank wird zurückgesetzt, der Serverspeicher wird neu verteilt, es wird ein Datenbank-Backup angelegt. Was passiert, wenn Relocate auf True gesetzt wird? Noch 3 Sekunden. Robert ist schon in den Startlöchern. Relocate. Wir haben, wenn wir auf eine alte Seite gehen und diese Seite jetzt umziehen wollen, zum Beispiel auf eine neue Seite, das kann ich hier mal simulieren. Was ich hier lediglich mache, ich habe den Ordner umbenannt, dadurch ändert sich im Hintergrund bei mir die URL. Das heißt, diese URL ist jetzt nicht mehr da, unsere Seite liegt jetzt auf newsite.test. Ich glaube, der Cache. Das heißt, da haben wir das Problem, wenn wir das jetzt auf einen neuen Server umziehen, zeigen alle Assets bei uns in der Datenbank halt auf oldsite.test und deswegen sehen wir jetzt hier keine Stylesheets geladen, überhaupt nichts. Was aber funktioniert ist, die WP-Login-Seite, die sehe ich immer noch. Und wenn ich mich da versuche einzuloggen, sehen wir das hier, weil es wird im Hintergrund ja immer noch auf die alte Seite weitergeleitet. Wenn man das kann man jetzt quasi in Anführungszeichen fixen. Wenn wir die... Wie kommst du denn wieder raus? Wenn wir Relocate auf True setzen, hat es zur Folge, dass die Site-URL aktualisiert wird. Das hat nämlich zur Auswirkung... Das hat zur Auswirkung, dass wenn ich mich einlogge, prüft WordPress im Hintergrund, ob die Request-URL mit der Site-URL in der Datenbank übereinstimmt. Und wenn nicht, schreibt WordPress das um. Hier steht jetzt in der Site-URL New Site Test. Es ist aber nicht die Home-URL. Die wird nicht umgeschrieben. Es werden auch keine Links in den Post umgeschrieben. Also alles solche Sachen müsst ihr manuell machen. Deswegen mit Vorsicht zu genießen.
müsst ihr dann trotzdem halt nochmal mit Search und Replace in die Datenbank reingehen, aber ihr habt den Vorteil, dass ihr euch schon mal einloggen könnt. Könnt ihr das jetzt hier manuell machen, könnt jeden Post nochmal durchgehen, falls euch das Spaß macht. Aber ihr seid schon mal wenigstens auf eurer Seite und im Frontend, ja, genau, im Frontend werden auch die Assets wieder geladen. Also der Nutzer sieht zumindest schon mal wieder etwas mehr. So, Zotto! Es geht voran hier. So, wir sind weiter im Programm. Matt Mallenweg ist CEO einer großen WordPress-Firma. Wie viele T enthält der Firmenname? 1, 2, 3 oder 4? Noch 5 Sekunden. Noch nicht alle haben abgestimmt. Es sind 3. Automatic heißt die Firma und die schreibt man mit 3T. Welcher Header auf der Login-Seite ist auf den Wert Wednesday, 11 January 1984 gesetzt? Der Expires Header, der Date Header, E-Tag Header oder Last Modified Header? Welcher Wert ist gesetzt? Es ist der Expires Header. Ah, sehr ausgeglichen hier das Feld, sehe ich. Aber, nicht zu früh gefreut. Um welches Datum handelt es sich denn beim Expires Header? Ist es Unix Epoch, die Geburtsstunde des WWW, der Release der allerersten WordPress-Version oder Matt Mallenwegs Geburtstag? Um welches Datum handelt es sich hier? Ein paar überlegen noch, sehe ich. Na, es wird spannend. Es ist wirklich Matt Mallenwegs Geburtstag. Der 11. Januar 1984. Dieses Datum ist im WordPress Core 2-mal hart gecodet. Es steht, dieser String steht 1:1 so im Core drin und wird in der wird aufgerufen oder der Header wird gesetzt, wenn zum Beispiel die Login-Seite aufgerufen wird oder bei bestimmten Ajax-Requests wird das auch, so kann der Cache halt umgangen werden. Oha. Das brennt, weil Felix einen Streak hat. Also er hat mehrere Antworten hintereinander richtig gehabt. So. WordPress.org ist laut Gary Pendergast ein gültiger Olaf-Provider, Lars-Provider, Sven-Provider, Torben-Provider. WordPress.org ist laut Gary Pendergast ein... Ich sehe viele ratlose Gesichter. Und selbst Robert ist... gerade nicht ganz schlüssig. Es ist ein Olaf-Provider. Wer hat das gewusst? Wer von euch hat geraten? Gary hat nämlich... Wenn ich diesen Befehl hier aufrufe bei WordPress.org, kriegen wir die Header zurück. Also die Header-Sachen sind meistens sind Informationen, die der Nutzer im Browser nicht sieht. Da gehört zum Beispiel, gehören einfach verschiedene Infos dazu, was für einen Server zum Beispiel benutzt wird oder so. Und da hat Gary
den Olaf eingeführt? Jede Rosetta-Seite, WordPress.org, ist ein valider Olaf-Provider. Genau. Das Ganze hatte Gary 2015 hier auf Twitter angekündigt. Schon so seit 2015 ist das drin. Um auf WordPress TV zu arbeiten, logge ich mich über WordPress.org ein, WordPress.tv, WordPress.com oder w.org. Wo muss ich mich einloggen, um auf WordPress.tv zu arbeiten? Und es ist WordPress.com. WordPress.tv wird von Automatic mit VideoPress im Hintergrund am Laufen erhalten und deswegen muss man sich über WordPress.com einloggen. Ich sehe, es wird. Das Feld ist noch gemischt. Noch kann Sotto hier verlieren. Slovpu kommt aus welchem Land? Das ist dieser Freund. Costa Rica, Puerto Rico, Venezuela, Guatemala. Slovpu kommt woher? Es ist Costa Rica. Slovpu wurde erstellt, um auf die Regenwaldabholzung und das ganze Thema aufmerksam zu machen. Oha, herzlichen Glückwunsch, Frank. Gutenberg, kennt jeder? Nutzt welches JavaScript-Framework? Vue.js, React, Ember.js oder Angular.js? Gutenberg, der neue Editor, setzt auf welches Framework? Ja, das scheinen viele zu wissen. Schnelle Antworten. Und es ist React. Oha. So, kommen wir mal wieder zu was ganz anderem, oder? Nee, noch eine Frage bleibt zum Gutenberg. Wie viele Menschen haben an Gutenberg mitgearbeitet? Stand heute. 54, 197, 274 oder 591? Wie viele Menschen haben mitgearbeitet bis heute? Bis gestern? Bis heute? Gestern. Na, wer weiß es? Wer hat schnell gegoogelt? Es sind 197. 197 Menschen haben derzeit auf GitHub als Contributor mitgearbeitet. Oha. Ja, das sieht knapp aus. So. Freunde, was ist ein Oh mein Gott, what the fuck Barbecue Post? Ist es ein Post wegen dem WP-Fehler, falsch dargestellter Blogpost, ein wütender Blogpost eines Users über WordPress, Ankündigung, dass auf ein WordCamp gegrillt wird oder Beitrag in den Änderungen einer WP-Version erklärt werden? Was ist ein Oh mein Gott, what the fuck Barbecue Post? Ja.
Es ist ein Beitrag auf make.wordpress.org. Zu jeder neuen Version gibt es einen Beitrag, der auch Masterlist genannt wird. Oder, wie man hier lesen kann, oh mein Gott, what the fuck, Barbecue. Dieser Beitrag enthält Änderungen, die in dieser Version veröffentlicht wurden. Also, welche Funktionen wurden angepasst, was gibt es für Core-Änderungen, was ist bekannt als Bug, aber vielleicht gar kein Bug wirklich ist, bekannte Issues. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Post, den leider viele Entwickler nicht kennen, weil er eigentlich viele Fragen schon beantwortet. Also wenn ihr Entwickler seid oder auch Nutzer und ihr fragt euch, warum geht es plötzlich nicht mehr, vielleicht einfach mal nachgucken und dann seht ihr, ah, diese Funktion wurde angepasst, da muss ich nochmal nachschauen. Sehr, sehr hilfreich. Also langsam wird es langweilig hier, oder? Also so. Nochmal eine Schätzfrage, meine Freunde. Welches Plugin hat laut Plugin Directory die meisten Downloads? Stand vom 1.5. Ist es Yoast, Hello Dolly, Contact Form 7 oder Kismet? Welches hat die meisten Downloads? Wir reden hier über die Downloads. Kismet. Stand 1. Mai. Yoast SEO Plugin. Yoast SEO Plugin. 98.868.687 Downloads. Hello Dolly. 688.055 Downloads. Contact Form 7. 79.202.402. Und Akismet mit stolzen 102.204.335 Downloads. Das sind nochmal 4 Millionen mehr als Yoast. Hoi! So. Frage 20. Wann wurde die WordPress Foundation gegründet? WordPress Foundation 2005, 2007, 2010, 2013. Foundation kennen wir alle. Aber wann wurde sie gegründet? Krübel. Die WordPress Foundation unterstützt die WordPress Community seit 2010. Nur durch die WordPress Foundation können wir jetzt quasi hier sitzen. Weil ohne das ganze Werk dahinter wäre, glaube ich, WordPress nicht so groß oder auf jeden Fall die Community nicht so groß, wie sie heute ist. Durch die ganzen Förderungen im Hintergrund, durch die Sponsorenakquise, durch das ganze Management haben wir da, glaube ich, sehr, sehr viel zu verdanken. Das fällt uns sich nochmal irgendwie auf hier. Interessant. So, kommt fast ans Ende schon. In 2011 gab es eine Umfrage, wie das WP-Maskottchen heißen soll. Welcher Name kam dabei aus? Ist es Wapu, ist es Wappy, ist es Woohoo oder Wally? Wer weiß, wie das WordPress-Maskottchen heißt laut dieser Abstimmung? Viele, viele fragende Gesichter. Wappy! Ja. Wer glaubt, dass ich hier falsch liege? Nein, Spaß. Das WordPress-Maskottchen, das wir hier gesehen haben, beziehungsweise das Bild hier, das wurde damals erstellt für die Abstimmung des
Logos. Wir wissen alle inzwischen, Nummer 4 hat gewonnen damals. Aber woher kam das Ganze? Die ganze Geschichte hat 2010 angefangen. Und zwar, dass die japanische Community angefragt hat bei Matt Mullenweg, ob WordPress nicht ein Maskottchen haben kann. Dazu muss man ein bisschen die Japaner verstehen. Die sind crazy, was Maskottchens angeht. Also da hat alles, jede Firma, sei es die Tankstelle um die Ecke oder der lokale Sportverein oder was weiß ich, der Juwelier, die haben alle Maskottchen. Und deswegen waren die auch so erpicht drauf, dass auch WordPress eins kriegt. Matt Mullenweg hat einfach gesagt, ja, macht halt, ihr habt mein Okay. Und dann haben die angefangen, Brainstorming, haben Entwürfe gezeichnet, haben da einen großen Prozess im Hintergrund laufen lassen und haben die ganze japanische Community einbezogen und gesagt, hey, ja, stimmt mit ab. Nummer 4 ist es vom Logo geworden und die Umfrage für den Namen hat wirklich Wappy ergeben. Allerdings, wegen Trademark-Issues konnte man den Namen nicht nehmen und so ist es der zweite Name geworden, Wappu, den wir heute alle kennen. So. Immer wieder eine schöne Frage. Oh. Was passiert beim Login, wenn die Datenbank voll ist? Eine große rote Fehlermeldung erscheint. Man wird ohne Meldung auf die Login-Seite weitergeleitet. White Screen of Death. Oder man kann sich einloggen, aber keine Daten ändern und speichern. Was passiert, wenn die Datenbank voll ist? Ich sehe, das Problem hatten wenige, aber es existiert. Freunde von billigen Chat-Hosting-Anbietern sind auf solche Probleme schon mal gestoßen. Man wird tatsächlich einfach auf die Login-Seite wieder weitergeleitet. Grund dafür ist, dass beim Login im Hintergrund Dinge aus der Datenbank gelesen, aber auch teilweise geschrieben werden, zum Beispiel ein Session-Cookie. Und wenn ein Session-Cookie nicht geschrieben werden kann, ist man nicht eingeloggt. Also denkt WordPress, nichts eingeloggt, tue ich die wieder auf die Login-Seite weiterleiten. Also, falls ihr irgendwann euch mal nicht mehr einloggen könnt, überprüft mal eure Datenbank oder euren Hoster. Oh. So, meine Freunde. Die von Robert Windisch, anspruchsvoll, aber noch nicht gehaltene Session, trägt den Titel Augenreiber-Session, Nasenpopel-Session, Ohrenbluter-Session, Haare-Rauf-Session. So, Robert, steh doch kurz mal bitte auf, dass alle wissen, mit wem sie es hier zu tun haben. Laut dem Mann mit Hut habt ihr diese Frage zu verdanken. So, jetzt meine Frage von hier vorne. Robert, wann können wir endlich mit der Session rechnen? In Würzburg? Ist das offiziell? Willst du kurz einen Pitch geben, dass alle auch nach Würzburg kommen? Alle. So, wer wirklich wissen will, was Robert da geplant hat, sollte jetzt schon mal anfangen, Wikipedia zu lesen. Ich glaube, dann hat man eine gute Chance, das alles zu verstehen. Mehr will ich nicht verraten. Oh. So. Gegen Ende zeichnet sich das immer stark ab. Das hatten wir in Frankfurt schon, dass dann so in den letzten Fragen um die letzten Punkte gerungen wird. Und ich muss sagen, auch hier sehen wir dasselbe Spiel. Aber bei dieser Frage, welche Anweisungen bekam man in WordPress 2.6, wenn man eine Revision mit sich selbst verglich? War es Go home, your trunk? Die Aktion ist nicht möglich, bitte Eingabe ändern. Die Revision vergleicht sich wirklich mit sich selbst? Oder man soll aufwachen und dem weißen Hasen folgen? Was für eine Anweisung bekam man in WordPress 2.6? Wenn man zwei Revisionen verglich.
WordPress 2.6, wir sind inzwischen bei 4.9. Schon eine gewisse Zeit her. Wer hat damals schon WordPress genutzt? Wer hat diese Anweisung schon mal live gesehen? Ich habe keine Kosten und Mühen gehabt. Ah, warte. Dafür muss ich jetzt extra einen anderen Server starten, um euch das zu zeigen. Denn ich habe das versucht aufzusetzen und musste feststellen, dass WordPress 2.6 komischerweise nicht mit PHP 7 sich verträgt. Kubrick, schönes altes Theme. Habe mich da gleich wieder zu Hause gefühlt. Jetzt seht ihr noch ein kleines Stückchen. Ah. Nee, nee. Never break a running system. Never change a running system. Das ist nicht gesund. So, wir schauen mal hier rein, ja? Ich habe hier einen Post. Hello World. Den habe ich schon ein bisschen mal bearbeitet. Und wir haben hier ganz unten ein paar Revisionen. Ich meine, kennt man auch noch von heute. Ich kann das jetzt hier vergleichen und ich sehe die Änderungen, was ich hinzugefügt habe, was nicht geht. Ich kann sogar noch andere Sachen vergleichen, zum Beispiel hier den Autosave. Okay, die Revision ist identisch, aber was passiert, wenn ich wirklich dasselbe mache? What? Was ist das? Infinite Loop SQL Protocol? Self-Destruction in 3, 2, 1. Ja. Follow the white rabbit. Dieses Matrix-Easter Egg wurde in Version 2.6 eingebaut und hat sehr, sehr viele Nutzer verwirrt. Es hat so viele verwirrt, dass der Support und die damaligen Core-Entwickler gesagt haben, ey, sorry Leute, wir nehmen das Ganze in 2.7 wieder raus. So. Oho, Sören hebt ganz schön ab. 15.000 Punkte. Respekt. Webster. Wer kennt Webster? Und wer weiß, zu welchem WordCamp es gehört? WordCamp Boston 2017, WordCamp Maine 2016, WordCamp Santa Monica 2016 oder WordCamp Halifax 2017? Wer hat Webster schon mal gesehen und weiß, wo es hingehört? Oh, oh, oh. Viele fragende Gesichter. Es ist wirklich WordCamp Halifax. Wer sich fragt, wo ich eigentlich die ganzen lustigen Wapus her habe, der kann auch mal googeln. Cover New Wapus. Es gibt inzwischen mehrere Seiten, wo sehr, sehr viele Wapus zu sehen sind. Es gibt zum Beispiel Wamu inzwischen. Es gibt sogar einen guten Puh. Den Fisherman, Octopoo. Hunderte, ach, was sag ich, tausende Wapus wimmeln da draußen rum. Es ist echt mal lustig, sich die alle anzugucken. Googelt mal nach Wapus. Ihr werdet überrascht sein, was es alles gibt. No, die Differenz wird kleiner. Vielleicht hebt ja Hubris noch. So, gucken wir mal, wie viele To-Do-Kommentare stehen aktuell im Chor? Sind das einer
142, 274 oder 482 To-Do-Kommentare? Wer kennt den Chor so gut und hat die alle gezählt? Von euch. (lacht) 274 To-Do-Kommentare stehen im Chor. Okay. Nicht alle sind so hilfreich wie dieser hier, aber man kann da noch was mit anfangen. Hoi, Glückwunsch! Vorletzte Frage. Für welche Sprache gibt es noch keine WordPress-Übersetzung? Mindestens 85% übersetzt. Azeri, Gujarati, Igur, Maltesisch. Für welche Sprache gibt es noch keine WordPress-Übersetzung? Maltesisch. Azeri wird in Aserbaidschan gesprochen und ist zu 99% übersetzt. Gujarati ist eine Sprache in Indien zu 95%. Igur ist eine turksprachige Ethnie in China und die ist zu 85% übersetzt. Und Maltesisch bei stolzen 0%. Da fehlt noch ein bisschen was. Für alle vier Sprachen gibt es ein Local in CloudPress. Hoi! So, ich bin mal gespannt. Noch ist alles drin. Jetzt kommt die letzte Frage. Seid ihr bereit? Ne, seid ihr bereit? Ja? Ja. Ah, okay. Wann wird WordPress 5.0 veröffentlicht? Am 16.10., wenn Jupiter und Neptun in einer Linie stehen, wenn Gutenberg fertig ist oder niemals. No question asked, yes. Ja, einige sind sich noch nicht sicher. Wenn Gutenberg fertig ist. Überraschung. Okay, jetzt bin ich mal gespannt, wer die drei Leute waren, die blau gestimmt haben. Okay, Trommelwirbel. Wer hat gewonnen dieses grandiose Quiz? Hubris, herzlichen Glückwunsch! Hubris, Sören und SBT, bitte nach vorne kommen. Yes. Sören, wer ist SBD? SBDT? Ah. Woo. Herzlichen Glückwunsch. Ja, ihr habt bewiesen, dass ihr euch wahrlich WordPress-Experten nennen dürft. Das dürft ihr jetzt auf eure Visitenkarte schreiben. So, you really proved you're a WordPress expert and you have an allowance from me to put it on your business card. I will. Congratulations! A big prize ist ein Präsentkorb mit den besten Köstlichkeiten aus dieser Region. Das war's leider schon vom Quiz. Vielen Dank, dass ihr teilgenommen habt. Ich hoffe, es hat euch allen Spaß gemacht. Danke, Anzeige! Genau.
Falls ihr noch eingeloggt seid, ihr könnt noch abstimmen und mir ein Feedback hinterlassen, falls ihr es noch nicht zugemacht habt. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Abend, viel Spaß an der Bar oder vielleicht in der Sauna. Und ich freue mich aufs nächste Mal, hoffentlich mit einer Titelverteidigung.